Keuschheit die schönste Tugendblume. Der heilige Cyprian sagt von der Jungfräulichkeit: Die Jungfräulichkeit ist die zierlichste Blume im Garten der Kirche. Sie ist der vornehmere Teil der christlichen Herde. Durch sie blüht die herrliche Fruchtbarkeit der Kirche empor, und je mehr die Anzahl der Jungfrauen sich vergrößert, desto mehr wächst auch die Freude dieser fruchtbaren Mutter. Ist das nicht schön? Und weiter sagt der heilige Cyprian: Die Jungfräulichkeit wird den Engeln gleichgestellt. Wenn wir aber die Sache recht betrachten, so übertreffen die Jungfrauen die Engel weit, weil sie im Fleische kämpfen, was bei den Engeln nicht der Fall ist. Ja, und der heilige Hieronymus schreibt: Der Sieg der Jungfrauen ist größer als jener der Engel, denn die Engel leben ohne Fleisch, Jungfrauen aber triumphieren im Fleische. Ich glaube, die Engel lieben den Triumph der Keuschheit bei den Jungfrauen. Diejenigen auf Erden, die keusch leben, sind eine Familie von Engeln. Der Sohn Gottes hat sich auch eine Familie von Engeln gegründet auf Erden, damit er auch auf der Erde seine Engel habe, die ihn anbeten. Sowas in der Art hat auch der heilige Hieronymus geschrieben. Und weil die Engel die keuschen Menschen so lieben, sind sie ihnen auch ganz nah und die vertrautesten Freunde. Das Gewand der Jungfrauen ist ein Lilienkleid, ganz weiß und strahlend schön. So wie die Engel oft in weißen Kleidern erscheinen, wenn die jemanden erscheinen, dann sind die ganz weiß. Gut, wenn eine Kirche viele Jungfrauen zu ihrer Gemeinde zählen kann, dann erblüht sie umso herrlicher.